Aha. Noch mehr Zeug. Oh, wie Gottchen. Es ist aber großzügig. Wir hätten dann noch die Leiter runtergehen können, aber mir reicht das so auch gerade mal. Wir haben immerhin für ziemlich viele Sachen jetzt die Munition voll, zum Beispiel für das hier, was durchaus sehr schön ist. Das heißt, ich werde einfach trotzdem nochmal... Wir waren da oben gerade in der 5, ne? So. Rückwärts, rückwärts und zack. Ah, oh, das war aber knapp. Oh. Ah, schön. Yeah. Action. Und die Action ist sogar sehr schön. Auch wenn es nur Action heißt. So, das heißt, wir 2, 4, 7. Ich meine, es ist ja nett, dass das einem extra nochmal gesagt wird hier. Ist wahrscheinlich Serviceleistung hier von den Mitarbeitern, die ihr Leben für uns gelassen haben. 7 war das, das heißt hier rein. Ich will trotzdem nochmal schauen hier bei den anderen beiden Teilen. Hahaha. Oh. Was denn hier so los ist. Außer dem Kerl. Das heißt, so ein kleines Räumchen. Aha. Oh, die Peaks sehen gar nicht gut aus. Oh, oh, oh. Das kann teuer werden. So, und einmal noch. Komm. Ja, sorry, ne, für die, denen das jetzt zu langsam geht gerade. Könnte einfach eine Folge vorspulen. Zwei, vier. Oh. Das wäre unsere Chance gewesen. Die Teile wären noch immer kürzer. 2, 4, was heißt, wir haben gerade 8 gemacht. Ah, was war das denn? Hallo? Das, was war denn das? Bin ich irgendwo festgehangen oder was? An dieser Kante? 8. 9. Bin ich jetzt gestorben? Das ist interessant. Gut, das Ding, das britzelt auch. Aber ich meine, das heißt nicht, dass man da gleich sterben muss. Wenn wir mal ehrlich sind. So, bin ich mal gespannt, wie gut die das jetzt hier gelöst haben. Wie handhabbar das Rätsel ist. Da ruckelt das auch spontan mal. Nein, 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 ich will nicht zerquetscht werden, ich will nicht zerquetscht werden, ich bin keine Pampelmuse. Ah, es geht. Das heißt, ne, wir müssen da ja außen hin. Ah, das geht ja sogar. Engaged. Disengaged. Aber kommen wir da jetzt schon durch? Das ging ja sogar. Oder ich bin einfach mittlerweile so gut geworden in diesem Spiel. Was ich allerdings für unwahrscheinlich halte. Na, wollen wir ja immer bescheiden sein. Kann ich jetzt einfach rumrennen? Das ist ja der Hammer. Konnte man das früher auch schon? Dann hätte ich mir das ja immer viel zu umständlich gemacht. Engage 2 und jetzt geht das, geht das auf. Oh. Oh. Mit Schwung? Falsch. Aber auch schön. Fast. Na gut. Einmal der Versuch war immerhin da. Kann man da wahrscheinlich auch drunter durchspringen. Ich erinnere mich noch, wie wir damals hier tatsächlich etwas länger gebraucht haben. Aua. Als jetzt noch. Weil das halt von der Mechanik, von der Spielmechanik etwas schwierig war. Ich springe jetzt erstmal nur auf die Mitte. So. Kann sich keiner beschweren hier. Au. Was war das denn? Vor allem das Tolle ist, ich habe gerade abgespeichert. Das heißt, ich müsste vielleicht zurückspringen. Oder anders. Muss ich jetzt rumrennen? Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe? Hallo? Ich will leben? Lass mich da hin. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Ah.
Verdammt, verdammt. Boah, was mache ich denn hier für eine Action? Ah, Hilfe. Au. Rennen. Das heißt, in welche Seite muss ich denn? Ich stelle mir jetzt gerade sehr lustig vor, wie der Herr Freeman hier einfach durch die Gegend rennt. Muss er jetzt auch gar nicht mehr. Na, wenn man das von außen so beobachten würde, wenn da irgendein Wissenschaftler hier durchkriecht und rennt, stelle ich mir schon sehr lustig vor. Aua! Was war das denn? Oh Mensch. Machen es einfach auf die heldenhafte Tour. Höp. Oh, da ist Glas vor. Warum das denn? Da ist Glas vor. Aua. Wo muss ich denn da lang? Ich, nix forschen. Das hat sich gleich ausgekorschend. Ja, wo muss ich denn da lang? Da kann ich doch auch nicht durch. Hallo? Ich meine, ist doch überall zu. Was will der denn? Hallo? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, falls man das nicht merken sollte. Oder kann ich da rein? Ah, okay. Nachladen und mal gucken. Ja, hinein. Oha, so viele Bildschirme. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Am Ende aller Tage. Und des Tunnels. Weil die Tage sind noch nicht zu Ende. Auch wenn der Ende steht. Oder Ausgang. Es ist wieder mit dem Schlimmsten zu rechnen. Nämlich einem Ladebildschirm. Die sind immer ganz böse. Ne? Hängt man gerade hier drin, will hier durchrennen, will cool hier durchstolzieren und dann lädt er einfach die Sau. Boah. So. Komm. Auch nichts drinne. So, nachladen natürlich. Coolend, coolend, coolend. Schade, ich dachte, da käme jetzt so cooler Nebel raus. Okay, das heißt. Das sieht. Oh, das funktioniert sogar. Ich könnte natürlich auch per Fuß hochgehen und per Hand. Vielleicht ist das sogar sinnvoller. Wer weiß, was man unterwegs noch für Leute trifft. Die hier auch noch hängen. Denn sehe ich Körperteile, oder? Oh ja. Waren wir hier denn schon? Nee, war. Es wäre ja unwahrscheinlich. Das heißt, hier sind noch andere Viecher unterwegs. Okay. Wolltet ihr uns warnen? Selbstschussanlagen, waren die denn damals auch da? Die fahren raus. Ich bin mir gerade mal nicht sicher. Aber wir sind weit. Wir sind weit. Kann die nicht ausschalten? Hallo? Hallo? Klopf, klopf. Jemand da? Denkt das Viech Lambda Reactor Core. Ich probiere es einfach mal. Hua! Oh. Gordon Freeman, you finally found us. So this is the guy, huh? Thought you'd never make it. Oh, nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high impact reactive armor. Guess not. Right then. This way, Dr. Freeman. We've been expecting you. Mhm, ich habe euch auch erwartet. Ein Anzug. Ein Laborum. What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. These readings have given us reason to suspect
that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out... Well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. Klare Ansage. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit rankled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Das ist schön. Hurry. Ja, auch wieder diese wunderbare Konstruktion, ne, mit den wichtigen Daten. Schön erstmal recyceln. Ist ja schön hier drin. Sieht sehr laborantisch aus. Ach cool, so ein paar Fernseher ist ja auch nicht schlecht. Na, was haben wir denn? Kann ich mal meine Accounts, meine Mails checken? Ne, anscheinend nicht. Ah, hallo. Mein Gott, die Überwachungsbildschirme sind nur aufgemalt. Wie kann das denn funktionieren mit der Sicherheit? So, hier ist allerdings nichts zu holen. Glaube ich. Zumindest sehe ich nichts, außer noch ein bisschen Nachrichten hier. Aber die sind uns gerade mal egal. Zumindest mir. Das heißt, hier hingen eigentlich überall diese Anzüge drin, wie wir hier hinten auch noch sehen. The military cleanup is just a paranoid rumor, isn't it? Nein, es ist kein Gerücht, dass sie hier Soldaten sind. Wir haben doch schon einen, aber es sieht immer noch cool aus. Bisschen vom Stil her natürlich, ein bisschen ja, veraltet nicht, aber ne, wisst ihr Bescheid. Oh, wir sind sogar schon voll mit dem ganzen Zeug. So, das heißt, wir bekommen Ausrüstung. Das bin ich. So, you're actually gonna go through with this, huh? Mhm. You're braver than you look. Ja klar sind wir ja heldenhaft hier. Best military grade hardware this side of the Rio Grande. Have at it. Da haben wir aber schon Größeres gesehen. Ja, klar machen wir das. Aber wie schön das hier aussieht, wenn es da so hingestellt ist. Vor allem können wir es auch gar nicht mehr benutzen. Einmal hier, ne, großzügig bedienen. So gehe ich auch immer einkaufen, einfach am Regal dran vorbeigehen und alles sammelt sich selber ein, was fehlt. Ist immer sehr praktisch. Das heißt, wir sind jetzt bis auf die Alienviecher, sind wir komplett hier ausgefüllt. Das finde ich schön und beruhigend. Was haben wir hier noch? Linux-Cola? Schön. This is the long jump module. I created it expressly for navigation in the world beyond. Ja, das ist aber schön. Zack. I certainly hope you've received long jump training, because once you're in Zen, you'll need it. Ich bin gespannt, wir probieren es mal aus. Oh, das ist noch wie damals. Oh, das ist auch schön. Zisch. Ich fühle mich gleich ganz erfrischt. Fump. Einmal schön eingeseift werden. Haha. Und noch unter den Armen. Links und rechts. Ah, coole Türen mit den Teilen. Zahnrädern heißen die. Ob Zahnräder zum Zahnarzt müssen? Hello, Freeman. Hübsch. Hi. Practice your long jump if you must, but hurry up. Ich weiß nicht, ob wir das noch üben müssen. Ich meine, das klappt ja. Fump, 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 oh. Fump. Hier liegt sogar noch Munition rum. Das heißt, der Kollege will jetzt hier drinnen ein Superportal machen. Und wir wissen ja, dass Xen... Alright, I can open the portal now. The process is complicated. And once it has begun, I must not be interrupted or I'll have to start all over again. Ja, ja. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? Nö, ich hab nicht zugehört. Ja, wir wissen ja, dass in der Mod,
in Black Mesa Xen noch nicht mit drin ist. Das heißt, mal gucken, was jetzt passiert. Ob denn was passiert? Vielleicht ist ja gleich der Strom leer. Weiß man ja nicht. Aber hübsch. Ohoho. Wir haben... Doch, wir haben den Raketenwerfer, ich wollte gerade sagen. Ich höre Geräusche von... Ja, da sind Viecher, da sind Viecher, da sind Viecher, die zerplatzen. Na, wo ist das andere da? Pämpchen. Wir sollen ja unseren Wissenschaftlerkumpel beschützen. So. Au. Mal gucken, wie lange die Munition reicht. Wir haben ja hier vorher was bekommen. So. Ah, nein. Du gehst weg. Ah. Ahaha. Aua. Okay, es reicht doch nicht so lange. Verdammt, 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 verdammt. Schlechte Idee. Na, ah, geht auch, aber nicht so gut. Komm. Haben wir noch was Fliegendes? Da. Ei. So, geht kaputt. Viech. Ah, Mensch. Oh, geht kaputt. Was mache ich denn eigentlich? Da. Sollen wir da jetzt reinspringen oder was? Ich meine, er hat ja nichts gesagt. Oh. Okay, ich hätte mir vielleicht zuhören sollen. Aber schöne Sache. Vielleicht jetzt ein bisschen kontrollierter. Ja, sorry, dass wir das jetzt nochmal machen. Da ist was, da ist Leben, das ist schön. Revolver sollte ich auch auf jeden Fall mit dabei haben. Und ich nehme mal lieber das hoch. Das andere Teil hier. Das kommt, glaube ich, besser. Weil es so verschwenderisch ist. Müssen wir halt nur zielen. Oder wenn ich nehme nochmal hier als Alternative das. Mit Zielvorrichtung. Wie sowas hier. Oh, schön. Aber wie schnell die auch fliegen. Kaputt. So, jetzt aber. Hallo, wirst du wohl nachladen? Oh. So. Ich weiß nicht, ob das andere Ding effektiver ist. Aber immerhin sind die Viecher hier weg. Da liegt noch einer rum, ich will die mal ansehen. Vielleicht schlechter Zeitpunkt dafür. Ah, der wird okay. Da schießt jemand. Wo war denn die Muni? Ah, die war da drauf. Ich glaube, ich nehme doch mal das Ding. So. Ach da. Du auch. Ja, ist ja gut. Wo kann ich den nochmal hier hoch? Konnte ich da, ach, genau, da war das. Ich brauch Leben. Speichern. Da oben ist noch einer. Wo soll ich denn hin? Ich kann aber nicht. Ich kann nicht. Hallo. Ich werde angehalten. Ich werde angerempelt. Pump. Okay, wir sind drin. Auftrag ausgesetzt. Subjekt Freeman. Begründung habe ich gerade nicht gelesen. Black Mesa. Auch schöne Musik. Es fehlt ein Teil. Wir merken es. Trotzdem sehr, sehr schön, finde ich.
wir wissen, also wir sind jetzt hier, ne, in das Superportal reingelatscht. Wir wissen, aha, eigentlich würden wir jetzt nach Xen kommen, in die Welt der Außerirdischen, wo die denn alle herkommen, um dort das Superportal, um dort das Energiefeld, das riesige Viech, was das Energiefeld aufbaut, was wir eben auf dem Bildschirm schon gesehen haben, um das zu zerstören, um das auszulöschen, weil dann die Gegner nicht mehr zu uns in die Welt kommen würden. Was natürlich für uns ein Vorteil wäre, weil wir dann nicht mehr draufgehen würden, ne? Um es mal so zu sagen. Aber das fehlt noch vielleicht, also es wird auf jeden Fall noch kommen, wurde ja gesagt. Es wird in einem eigenständigen Spiel oder Mod dann noch sein. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich werden wir es dann auch noch spielen. Je nachdem, ne, wann das denn kommt. Wenn das wieder erst Jahre dauert, bis das dann auch mal fertig ist, wie bei Black Mesa selber, dann ist natürlich die Frage, ob ich mich dann überhaupt noch daran erinnere, wenn ich dann nicht schon Alzheimer bekommen habe und so. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, hier laufen gerade die ganzen Leute durch, die diese wunderbare Mod gestaltet haben. Denn das ist es ja eigentlich nur. Es ist kostenlos ein Projekt für Leute, die Spaß an der Serie haben, von Leuten, die Spaß an der Serie haben. An Half-Life, an dem Universum, an dem ersten Teil. Und die sind jetzt nochmal komplett nachgebastelt haben, nochmal neu, alles nochmal nachgebaut, neue Stellen hinzugefügt, neue Sachen reingewürzt. Und ich finde, das hat auf jeden Fall alles sehr gut funktioniert. Gefällt mir echt gut. Man muss natürlich sagen, was natürlich ein positiver Punkt ist, da man es als Remake vom ersten Teil sieht, oder ist das ja eigentlich auch ist, das Feeling, was dabei aufkommt, ist tatsächlich wie im ersten Teil auch. Das heißt, man rennt alleine durch die Gegend, rennt durch die verschiedenen Stellen, hat immer wieder irgendwelche Horden an Leuten vor sich oder irgendwelche kniffligen Sachen, die man irgendwie bewältigen muss. Aber es ist, muss man auch so sagen, es ist halt eigentlich ein Spiel von der Story und vom ganzen Aufbau her, von der Präsentation, halt von 1998. Es ist mittlerweile in Spiele-Generationen schon lange, lange her. Das heißt, ein bisschen ist die ganze Präsentation noch was anderes, als wenn das Spiel heute mit der Geschichte neu auf den Markt kommen würde. Glaube ich, stelle ich mir anders vor, es sehe dann anders aus. Macht aber nichts, denn das hier ist ein Remake für Leute, die daran Spaß haben. Und fertig, dafür ist es, hat mir sehr gut gefallen. Und da steht es auch schon, to be continued. Ich hoffe mal, ihr wisst überhaupt, was ich damit meine mit der Präsentation. Wenn das jetzt quasi heute auf den Markt kommen würde, da würden dann irgendwelche tollen, anderen geskripteten Sequenzen mit dabei sein, irgendwelche riesigen Außenareale und sowas. Ist hier ja doch immer recht eingeengt gewesen. Ja. Gar nicht so eingeengt sollen meine Worte hier sein am Ende von Black Mesa. Da sehen wir es nochmal. Wir haben es geschafft. Errungenschaften weiß ich gerade gar nicht. Haben wir aber schon ein bisschen was geschafft. Und schier grenzenlos und unermesslich sollen meine Dankesbekundungen sein fürs Zuschauen. Wieder einmal ein weiterer Teil von der Half-Life-Reihe. Wenn auch kein offizieller, geht damit zu Ende. Eigentlich fehlt jetzt ja nur noch, wenn man so will, damals die beiden Add-ons oder beiden Ableger von Half-Life 1, das heißt Opposing Force und Blue Shift, habe ich ja damals gesagt, dass ich die gar nicht machen möchte. Ich bin mir auch noch nicht sicher, also es kann eventuell sein, dass da nochmal was kommen wird, kann ich jetzt aber noch nicht sagen, ne, weil Half-Life, da haben wir jetzt so viel schon von gemacht, da weiß ich nicht, ne, schauen wir einfach mal, oder was noch an anderen spannenden Shootern jetzt mir in die Hände fällt. Auf jeden Fall, irgendwas wird kommen, irgendwas kriegen wir hin, irgendwie werden wir uns wieder durch die Gegend ballern. Und ich hoffe mal, ihr seid dann auch wieder dabei. Wenn es euch interessiert, dann schaltet auch wieder ein beim nächsten Projekt oder schaut euch die alten Sachen nochmal an, falls ihr es noch nicht getan habt. Ne? Half-Life haben wir jetzt eigentlich fast alles durchgemacht, die ganze Geschichte um Herrn Freeman. Und ansonsten auch, ja, was gab es denn noch? Doom 3 gab es noch. Oder halt anderen Krams, ne, auch herumgepuff-puff und so, ne, mit viel Sterben und kaputt machen. Das, was halt so das Typische ist. Ja, ne, vielen Dank fürs Zuschauen jetzt hier, vielen Dank für die ganzen Kommentare, für alles, habe ich alles gerne gelesen, auch gerne die Tipps beherzigt, die meistens natürlich zu spät kamen, weil ich das im Voraus schon aufgenommen habe, aber immerhin, vielen Dank dafür und wie gesagt, bis zum nächsten Mal und ein fröhliches Auf Wiedersehen hier von Black Mesa. Und auf Wiedersehen zum nächsten Projekt. Und tschüss und adios und auf Wiedersehen.
Und sowieso. Tschüss.